So, und damit herzlich willkommen zu Let's Play 7 Days to Die mit Freeman wieder. Hallo. Es ist jetzt schon mittlerweile 2 Uhr und wir sind immer noch schön am Weitermachen. Ah, du kommst näher. So, ich fahre noch so ein bisschen durch die Gegend. Und hänge am Zaun fest. Ja, das ist mir, glaube ich, vorhin einem gleichen passiert. Könnte ich wetten, dass das der gleiche ist. Max Power tötet die Zuschauer. Okay, jetzt ist er weg. Fällt mir ein, ich wollte auch mal Grease Monkey machen, damit ich schneller abhaue. Kann ich das nehmen? Oh, Benzinfass, wie schön. Ja, das in so einem Haus war ich vorhin auch schon. Ja, schon. Irgendwo hier muss ich sein. Und ich kann auch wieder Zement sammeln. Unten im Keller? Ja. Ah, hi. Oh klar, hier liegt ein Vogelnest, warum auch nicht? Ups. Zerrale Bedrohung. Hat auch genug. Ah, ich kann nichts mehr aufnehmen. Ich auch nicht, deswegen leere ich mich schnell aus. Ja, mache ich auch mal. So viel Müll bei mir. Das Haus können wir dann nochmal spielen. Eisenbruchstücke, ja, das sind jetzt Sachen. Schneebälle. Da. Kann weiter gehen. Mach ruhig weiter, ich komme gleich. Pass aber auf, das könnte noch echt hässlich werden, weil ich hatte vorhin da ein paar starke Gegner. Als ich dann oben war. Da verstrahlte rennen ja viele rum. Darauf erstmal ein Juckersaft. Oh, Säure, super. Wenn ich ihren Kopf treffe, dann haut sie fast immer um. Und selbst Serals und Verstrahlte taumeln dann kurz. Das ist ihr Skullcrusher. Du musst aber einen Kopf treffen. Oder überhaupt treffen. Siehst du das? Ich find's geil, wie die sich gar nicht treffen. Ich konnte gerade wieder nicht mehr zuschlagen. Lass mich durch! Ich konnte gerade wieder nicht zuschlagen, kurz. Gebt noch. Gebt ja noch.
Nimmst du die Feuerstelle nicht mit immer? Welche? Uah. Nimm eine Schusswaffe, Mann! Geh da weg! Riemann! Geht nicht! Weg, weg, weg! Du! Geh weg! Nimm doch mal die Schusswaffe, Mann! Du stehst im Weg! Hier ist eine Ecke! Fuck, ich bin verblutet! Ah. Na, wenigstens geht sie zu mir. Die Quest ist aber nicht fehlgeschlagen, weil ich nicht angefangen habe. Oh, ich dachte, da geht's weiter, Mensch, weil du da gerannt bist. Wie weit ist denn das jetzt weg? 1,3 Kilometer. Scheiße. Du bist nass. Ich renne jetzt einfach dahin. Mach ruhig weiter im Haus, ja? Freeman? Ach du Scheiße! Ja, da geht's ab. Sind die sind noch mehr Verstrahlte gekommen? Bei Kopf. Ja. Das hab ich da vorhin gesagt, da hast du gesagt, da hab ich nicht so. Boah. Alter. Ja, das Haus ist übel. Boah. Verstrahlte Soldaten. Ja. Die haben mich ja gerade getötet. Ja, ja. Ich kümmere mich drum. Einer muss es ja tun. Naja, ich renne jetzt einfach hin. Ich triff nur einen Helm. Die kriegen übrigens trotzdem Schaden. Das macht zwar so ein Metallgeräusch, aber die kriegen, glaube ich, trotzdem genauso viel Schaden. Ein Tropfen Blut an Kopf. Alter, ist ja drei Kopf. Ja? Das ist voll da drin. Und wenn du aufs Dach gehst, wird's noch besser. Boah. Ich bin bald da. Ich muss irgendwann mal auch dieses Cardio leveln. Dass man schneller rennen kann oder länger rennen kann. Da fällt mir ein, ich muss endlich mal den Schlafsack bei uns in der Basis setzen. Oh Mann. Oh, dir geht's noch gut soweit. Gut, der Kopf ist weg. Ich habe schon wieder einen Timer nicht gesetzt, das gibt's doch nicht. Also ich habe das Gefühl, die Soldaten juckt das überhaupt nicht. Ich dachte auch vorhin, dass ich einen fast hatte. Warum hast du eigentlich nicht eine Schusswaffe genommen und einfach geschossen? Weil erstens unten in der Ecke standst du mir im Weg. Ja, aber oben. Ah, unser Haus. Ich muss da einen Schlafsack platzieren. So, der ist ein Kriecher geworden. Unser Haus macht schon einiges her, finde ich. Also, sieht nicht so schön aus wie die normalen Häuser, aber ich finde, es hat seinen eigenen Charme. Hat was vom Geldspeicher. Ich habe ja erst angefangen, mich auszutoben. Ich dachte, du baust einfach nur immer höher. Oder geht es noch mehr in die Breite? War ein Untergrund später. Ah, okay. Und da müssen wir nicht Angst haben, dass sie plötzlich anfangen, nach unten zu graben? Doch, schon. Das ist natürlich scheiße. Okay, noch 200 Meter. Ich bin bald da. Mein Gott. Weißt du, was echt fies wäre, wenn ich jetzt von außen einfach das Ding neu starten würde? Wenn du drin bist und alles spawnt neu um dich rundherum. Ich bin draußen. Ach, so ein Mist. Versuch gerade diesen Soldaten platt zu machen. Ist es ein Einzelner? Warte, ich bin gleich da. Weil das bringt überhaupt nichts, auf die zu schießen. Ja, die haben kugelsichere Westen an. Ja.
Aber kugelsichere Westen sind nicht, ach, das ist ja auch noch ein grüner. Kugelsichere Westen sind nicht effizient gegen Schlagwaffen. Weiß. Bei dem anderen vor uns musste ich zum Beispiel das Bein wegschießen. Ich schau mal kurz meinen Rucksack. Halt, Moment, bin ich schon vorbei? Irgendwo hier bin ich doch gestorben. Kommst du klar? Ich gehe nämlich jetzt weiter drin. Oh, ich krieg den irgendwie nicht platt. Ich habe jetzt locker schon. Oh, 20 Kugeln in den reingedroschen. Warte, ich komme, ich komme. Renn zu mir. Was ist denn eigentlich? Ach, da hinten. Renn einfach zu mir. Hey, das kratzt jetzt an meiner Ehre. Ich will den töten. Ja, ich helfe dir doch. Ja, so kriegst du den, glaube ich, nicht. Weiß. Aber so. Geht doch. Wow, 2000 Erfahrungspunkte. Ja. Hast du die Eingangstür kaputt gemacht? Ich bin doch gerade zu dieser Tür raus. Oder? Ey, der war echt hart. Oh, guck mal, hier ist noch ein Backpack hier unten. Ein versteckter. Ich bin mal ganz schnell. Ui. Guck's mal kurz auf mich. Ja. Oh, Papier. Ja, die Federn bringen uns eigentlich auch nichts, weil der Händler kauft ja nur alle 7 Tage mal welche. Gut, so kann ich ja wenigstens noch ein bisschen Kohle sammeln. Und das war es eigentlich auch schon. So weit weg will ich jetzt auch nicht von ihm. Dann sammle ich hier noch ein bisschen. Hauptsache, wir machen was Produktives. Zum Beispiel was essen. Oh, könnte ich eigentlich weitermachen? Sehr schön, dass es nicht gedebufft. So weit könnte ich noch kommen. Aber stärker muss ich dann eigentlich weitermachen. Ah, das kann ich auch noch machen. So. Wieso kann ich den nicht reparieren? Weil ich kein Eisen habe, schätze ich mal. Aber Eisen sollte nicht das Problem sein, das findet man ja überall. Da brauche ich lange. Ach so, jetzt bin ich auch, hab ich auch das Problem, dass ich nicht mehr alles tragen kann. Ah, hier hatte ich vor kurzem einen Auftrag. Bist du im Haus? Nö, ich bin hier draußen. Ich passe auf. Ich wollte nicht reingehen, weil du bist ja nicht im Haus. Am Ende gehe ich noch raus und sie kommt eine Wanderhorde vorbei und frisst dich. Und bis ich dann draußen bin, bist du tot. Na gut, kann losgehen. Ich bin drin. Hast du gleich gestartet? Ja, es läuft schon die ganze Zeit.
Ist schon die Mission. Ach so, nee, wir. Bist du fertig hier drin? Nö. Ja, eben, ich wollte das Haus räumen, bevor ich die starte. Dann können wir es gleich nochmal machen. Macht doch Spaß. Wir machen das doch die ganze Zeit schon so. Achso. Du wirst dich freuen, denn oben auf dem Dach wird's noch besser. Ja, zerale Bedrohung, zerale Bedrohung! Nehmen Schusswaffen in der Hand. Oh, die eine habe ich gerade direkt gekillt. Der spritzt das Blut durch die Decke. Ja, das kann schon mal passieren, wenn ich durchdrehe. Ja. Boah. Kopf ab. Bist du das? Freeman, was machst du da unten? Wer sonst? Ach, da ist die Tür eingeschlagen. Da rechts ist ein muffiger Rucksack. Oh Müll. Hier auch. Oh. Ja, da musst du aufpassen da oben. Ach, auch noch ein Kopf. Das schaffen wir. Da liegt irgendwas, keine Ahnung was. Das ist nur Schwache jetzt. Papier. Die haben hier die Treppe kaputt gemacht, das ist beim letzten Mal auch passiert. Hast du was zum Reparieren? Soll ich hochgehen? Kennt sich hier aus. Rechne damit, dass ich gleich wieder runterkomme. Jo. Kannst hochkommen. Da hinten kommen gleich welche durch die Tür wahrscheinlich. Ja, da steht einer. Was ist los? Oh ja, es sind ein paar, aber es sind schwache. Also die normalen haben wir kaum was entgegenzusetzen, wenn ich ehrlich bin. Meinst du ja auch nicht das Problem? Ja doch, in Masse schon. Vor allem am Anfang, wenn du... Ach, du bist ja schon hier. Wenn du absolut nichts hast. M10. Am Anfang haben die uns keine Probleme machen, aber ganz schön gefistet. So, kann rausgehen. Gab's hier kein verstecktes Ding eigentlich? Ne, ich habe auch beim letzten Mal keins gefunden, wenn ich ehrlich bin. Okay, dann starte ich jetzt die Mission, da können wir das Ganze nochmal machen. Geht los. Ja, toll. Bist du drin? Was, Scheiße, du bist draußen raus, dachte ich. Oh Gott, tut mir leid. Ich dachte gerade echt, du bist draußen. Kommst du klar? Nein. Ich guck mal, ob ich rein... Ich warte mal, ich schlag mich zur Tür rein. Ich schlag die Seite ein, okay? Oh, ich sehe sie schon. Okay, jetzt gehen sie auf mich los. Hi, hi! Ich hab sie abgelenkt, weißt du? Könntest du den...
Oh! Oh, scheiße! Love is a battlefield! Was geht denn hier drin noch ab? Ich glaube, hier ist irgendwo noch einer. Was ist denn endlich gekommen? Bei mir nicht. Ich weiß nicht, wo die sind. Ach hier, die toben sich in der Küche aus. Was ist das für ein Loch? Mach du drin weiter. Ja, ich geh von innen nach unten, okay? Aua! Ich räume erstmal die Zombies weg und looten wir dann. Sind die bei dir? Ja, machen wir die alle hier draus. Okay. Da bin ich gerade leichter. Oh, mein Gott. Komm einfach durch den Keller. Jetzt hab ich auch Muni gelassen, ey. Macht nichts. Dafür haben wir aufmals Erfahrung. Ernsthaft, wie ich da rausgeschafft hab, das war echt nur ein Bock. Ich hab wirklich gedacht, du bist draußen drum. Nee, ich war immer da drin auf immer. Okay, alles verstrahlt hier, Hilfe. Bin auch einfach nur durchgelaufen, hat irgendwie geklappt. Ich bin über den Keller raus. Übers Dach. Ja, ich nicht. Das ist am effizientesten. Ich finde, das ist am einfachsten. Die sind auch noch irgendwo welche, die Streit anfangen, wie es klingt. Die zerlegen hier irgendwas. Okay, mach's auf. Soll ich aufmachen? Nicht du. Hä? Nicht du. Die verstrahlt hier. Machst du das? Oh, jetzt wird's auch noch Nacht. Oh, die haben wir trotzdem erwischt. Ja, okay, wie viel schlimmer könnte ich schon noch werden? Also, ey, bitte, die sind echt auf maximaler Schlimme. Verstrahlt ist verstrahlt. Ja, eben. Bist du schon oben? Sieht's übel aus? War nicht da. Ja, alle schon hinterher gerannt. Na, hier drin könnte es gleich losgehen. Oh, eine Schrotflinte. Wo ist er? Da. Oh, ein Kopf. Was hat denn der da gemacht? Bist du hier? Oh, du bist schon reingegangen. Wenigstens kriegt man ja einiges am... Oh, eine Magnum, okay. Ups. Na toll. Na toll, eine Kartoffel und ein Maiskolben, die kannst du haben, wenn du... Ich hab schon wieder gelootet, dich Esel. Ach doch, diese Gier. Jetzt ist die Frage, wo ist... Ach, das muss irgendwo hier unten sein.
Such du mal, ich guck mal auf den Schornstein. Ja, weiter unten. Na klar. Weiter unten. Hä, der hat mir die ganze Zeit nicht gesagt, dass es weiter unten ist. Ziemlich nah, es blinkt, aber weiter unten. Weiter unten. Ist es jetzt doch im Keller? Weiter unten. Wenn es blinkt, muss es ganz nah sein, oder? Ja, eigentlich schon. Also hier blinkt's. Aber ich sehe hier absolut nichts. Oh, ist das? Nee, da ist nichts drin. Hinter der Treppe vielleicht? Ah, ja, hier ist es. Ich hab's. Etwa. Und raus. Ja, ich auch gleich. Das war doch ein Abenteuer nach unserem Gusto. Haben wir den von hier draußen geholt, den alten muffigen Sportsack? Weiß ich nicht. Nö, haben wir nicht. Oh, tollen eisenverstärkter Knüppel. Wo wollen wir jetzt hin? Noch eine Mission? Der Trader ist gerade nicht da. Scheiße. Eine Schatzkarte dabei? Nee, die haben wir zuerst gemacht. Wir können doch wahllos in irgendein Haus mal wieder gehen. So, da mal wieder was Neues. Such du aus. Überlasse ich dir. Ah, ja. Hier rechts hatte ich vor kurzem eine Mission, aber das Haus hier nebenan können wir doch gleich machen. Das hier link. Links können wir doch eigentlich machen. Okay, rein da. Ich will bloß kurz ausladen. Oh, ich bin jetzt schon voll. Korn sieht, na, bestimmt nicht. Ein Rohdiamant. Oh, okay, warum nicht? Kurz was trinken, weil der Typ schon wieder Durst hat. Mit 129% hat er Durst, natürlich. Hast du doch keinen Bock? Doch. Ich dachte nur, weil du dich überhaupt nicht bewegt hast gerade. Nö, ich muss nur was gucken. Yeah, 14 Betonmischung. Und ist hier was Tolles drin? Ah, das ist ja genial. Ach, so ein Haus habe ich auch schon mal gesehen. Haha. Nein. Die geht auf dich los. Denn ich bin hier oben. Zu viele, zu viele. Ah, die fallen runter. Mann, sind die blöde. Jetzt rennen sie wieder ins Haus rein. Was für Spacken. Fallen durch die Spikes durch. Kommst du? Oh, warum nicht? Okay, da unten sind halt Minen. Ich nehme auch die Schrot. Bist du weitergegangen? Hinter dir. Ah, da kommt der Erste. Danke, mach die Tür zu. Mach ich doch.
Hör zu! Mann! Was denn? Scheiß Test. Warte. Dings ist aufgegangen für den Chat. Okay. Da oben solltest du nichts reinbauen, da können wir auf die schießen so. Ach, da kann man durchschießen. Ach, durchschlagen geht anscheinend nicht. Kommen die jetzt zur Seite rein? Okay. Ist ja fast wie im ersten Blutmond. Ist aber ein bisschen abgehauen. Nein, ich bin hinter dir. Was komm hast her. Du da? Komm her. Ich wollte auf die Schützen reinbauen. Ey, auf dem Hintern. Oh. 10 Schuss für die Schrot und eine Schrot. Okay, ich glaube, wir haben sie soweit. War eine gute Idee, hier reinzugehen nachts. Sieht okay aus hier im Raum. Oh, ich finde gerade haufenweise Schrotmuni. Finde ich echt gut.